Niedersachsen. Helden des Alltags. Wir brauchen 50 Kilo passierte Tomaten. 50? Ja. Mit einem Schlag kann Ferdinand Bötel rund 400 Menschen glücklich machen. Und vor allem satt. Der Küchenchef bekocht die Jugendlichen des evangelischen Landesjugendtreffens in Neuerkarode bei Braunschweig. Ja, ich war schon nervös. Das ist aber, glaube ich, wenn man für 400 Leute kocht, ganz normal. Man will, dass es allen schmeckt. Man will, dass das Ganze reicht. Man will, dass es pünktlich ist. Und irgendwie, es kommen ständig Leute aus der Küche auf einen zu mit Fragen. Man kommt selber gar nicht mehr dazu, was zu machen. Man ist eigentlich nur am Koordinieren und Leute einteilen, Ansagen machen. Aber zum Abschmecken reicht die Zeit gerade noch. Auf dem Speiseplan steht heute Würstchen-Gulasch mit Reis. Für Vegetarier Linsencurry mit Kichererbsen und als Nachtisch Nudelsalat mit Tomaten, Rucola und Mozzarella. Da haben wir 27 Kilo Reis. Im Würstchen-Gulasch sind, glaube ich, 12 Kilo Würstchen. Ja, wir haben 50 Liter passierte Tomaten, 30 Liter Brühe. Ja, das sind so ein paar Größenordnungen. Das geht nur in einem guten Team. Insgesamt 40 Leute gehören zur Küchencrew fürs Frühstück, Mittag und Abendbrot. Und alle hören auf Ferdinands Kommando. Denn innerhalb von rund 2 Stunden muss das Essen für mehrere hundert Leute auf dem Tisch stehen. Dass man Kinder und Jugendliche eine schöne Zeit bereiten kann, oftmals auch den Erlebnisse ermöglichen kann, die sie zu Hause oder im Freundeskreis nicht haben. Und dann vor allem, man ist selber als Kind oft im Zeltlager mitgefahren, hat dann riesen Spaß dran gehabt und dann irgendwie später auch was zurückgeben zu können und anderen Kindern das ermöglichen, so eine schöne Zeit zu haben. Das Gemüse, das Fleisch und die Getränke werden bei Landwirten in den Nachbardörfern eingekauft. Und eine Mahlzeit am Tag ist auf jeden Fall vegetarisch. Schon zum dritten Mal hat Ferdinand Bötel den Chefkochlöffel in der Jugendcamp-Küche übernommen und inzwischen einiges gelernt. Dass man sich nicht zu sehr verrückt machen darf. Beim Mengen kalkulieren, dass man auch niemals für jede Mahlzeit mit der kompletten Teilnehmerzahl, die angemeldet ist, rechnen darf. Gerade beim Frühstück, wenn am Abend vorher lange vor der Bühne getanzt wurde, gibt es doch viele, die da nicht auftauchen. Wenn man jetzt für jeden Brötchen einplanen würde, bleibt da eine Menge über.